Hallo liebe Leute, ich bin Nils von The Oddest Prime und ich habe die große Ehre, in unserem neuen YouTube-Channel, wo wir Let's Plays hochladen werden, das erste Video hochzuladen. Und ich werde hier Let's Play Sonic Generations spielen. Ja, viel muss man zu dem Spiel nicht sagen. Ich denke, die meisten von euch kennen Sonic, der kleine, schnelle Igel, der jetzt in den letzten Jahren eher schlechte Spiele rausgebracht hat. Die meisten davon habe ich auch nicht mehr wirklich gespielt, wie Sonic Colors. Aber Sonic Generations war dann wieder ein Neuanfang, finde ich. Weil hat das Spiel auch wieder richtig gerettet. Es macht richtig Spaß. Und wir fangen auch direkt mal an. Und wie wir hier sehen, wir fangen direkt in einem Level an. Der Level erinnert natürlich jeden Sonic-Fan sehr an, an die Green Hill Zone, weil es ist die Green Hill Zone. Mit den Krabben und den Gegnern, da oben hätte ich jetzt einen schönen Abkürzung nehmen können. Egal. Wir rennen hier erstmal drumherum. Hier auch alles schön in 3D mit den wunderbaren Hintergründen. Und wie man sieht, obwohl der Hintergrund der 3D ist, spielt sich das eher traditionell als 2D, wie Sonic nun mal am besten funktioniert. Auch wenn ich mich hier immer noch frage, wer diese Teile überhaupt aufgebaut hat, wenn doch Sonic wahrscheinlich der einzige ist, der hier durchlaufen wird. Nein, wer baut etwas, das nur eine einzige Person benutzt? Ja, die Musik, die ihr im Hintergrund auch hört, während ich gerade ein bisschen schweige, ist natürlich sehr an das Green Hill Zone Theme erinnert oder angelehnt. Und da haben wir auch schon den ersten Level geschafft. Ging schnell, 81 Ringe. Und auch perfekt Bonus, wir haben direkt S. Sind halt gut. Da freut sich auch Sonic. Wir werden dafür mit einer Zwischensequenz belohnt. Ja, danke für den Erfolg. Der jetzt rum? Muss eigentlich hinter dem Tisch gelegen sein, wo Sonic jetzt liegt, aber da ist nichts. Egal, ich werde still sein. Gut, nachdem wir jetzt von diesem riesigen Monster angegriffen wurden, befinden wir uns jetzt hier in dem Hub, dem weißen Nichts. Dann können wir auch direkt in den nächsten Level gehen? Fragezeichen, Fragezeichen. Guter Name. Der nächste Level heißt dann Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
was tippen. Ja, hier haben wir jetzt einen anderen Sonic, der nicht mehr so zweidimensional rennt, sondern auch die dritte Dimension benutzt. Das ist natürlich eher der modernere Sonic, der 3D-Ära. Der Sonic, mit dem das Franchise unter der Dame ist. Hier können wir auch drunter herrutschen, hier grinden. Ich frage mich immer noch, ob die Stangen überhaupt befestigt sind. Oder das? Das endet im Nichts! Ja, okay, das ist das Ziel. Ja, wir können hier auch solche Kombos machen, wie unseren Turbo, den ihr unten seht, aufdrücken. Könnte ich einfach sehr viel weiter über dieses Level-Design auslassen, aber das ist da typisch Sonic. Ich glaube, das soll nicht realistisch wirken. Ich würde trotzdem einfach geben. Das werden wir vor allem noch später bei den Stadtleveln, die sind dann noch sehr seltsam. Aber hier die Präsentation, vor allem am Anfang, ist richtig schön. Könnt ihr auch ein bisschen die schöne Musik, die wir hier sehen, noch dieselbe Musik wie beim anderen Sonic. Also dasselbe Theme, aber leicht verändert, ein bisschen anders die Instrumente arrangiert. Ich habe jetzt keine Ahnung davon, ich kann nicht sagen, was wir da geändert haben. Es hört sich anders an. Dafür muss ich musikalisch begabt sein. Oder interessiert. Vor allem diese Stelle hier, ich habe das Spiel auch auf dem PC in 3D gespielt und da vor allem hier der Level, der sieht wunderschön in 3D aus. Die späteren Level werden dann eher, naja, aber von am Anfang haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Aber insgesamt die Level, die sie hier im Spiel haben, sind sehr schön. Also sind ja alles Level, die es schon mal gab in anderen Sonic-Spielen, die jetzt nochmal ein bisschen verbessert. Und wir haben das Ende des Levels erreicht. Hier jetzt einen Ring, das ist der Unterschied zwischen den beiden Sonics. Der alte Sonic, der kleine Pummelige, den wir vorhin gespielt haben, der muss immer solche Fahnenposten umrennen. Während der moderne Sonic, den wir hier haben, der muss immer an Ringe rankommen, um den Level zu beenden. Thanks, Sonic. I thought I was dead, floating without a body in a black limbo. I'm gonna have nightmares for weeks. Das grübelst du, Sonic. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me, but this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies and magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. Hey, Sonic, I saw something over there in the distance. Like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Also Tails muss ein bisschen schwer vom Begriff sein, weil ich meine, der sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. So gar nicht. Okay, leicht. Aber merkt doch den Unterschied. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Green Hill Zone geschafft, weil wir beide Akte geschafft haben. Die ist jetzt hier wunderschön in Farbe. Da können wir uns jetzt alle freuen. Jetzt können wir auch zwischen den beiden Sonics hin und her wechseln. Das ist auch sehr wichtig, weil wir müssen beide Akte schaffen. Also jemals einmal mit dem modernen Sonic und mit dem alten Sonic. Hier diese beiden Stages. Hier können wir noch nicht, weil wir zuerst die Chemical Plant machen müssen. Und je nachdem, mit welchem Sonic wir das letzte Akt machen, kriegen wir dann eine andere Zwischensequenz, wenn wir einen von Sonics Freunden befreien. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was hier hinten ist, weil wir hier oben können entlang. Bisher ist da noch nichts, da kommen später die Challenges, dazu später noch. Ja, ich könnte auch noch erklären, hier haben wir jetzt nochmal die Erklärung mit den verschiedenen Akten. Ich könnte jetzt auch noch erklären, warum ich das auf Englisch habe. Ich kann einfach die deutschen Stimmen von Sonic nicht leiden. So gar nicht. Die alten Spiele waren, also vor allem, ich habe
vor allem die 3D-Spiele, das hat man, mein erstes Sonic war Sonic Adventure und da hatte man ja immer noch alles auf Englisch. Und da hat man sich einfach so daran gewöhnt und dann einfach die deutschen Stimmen, vor allem von Sonic, ich finde, die passt einfach nicht. Ja, das ist aus Pokémon. Ich weiß nicht, ob die Kinder den heutzutage noch kennen. Ja, aber der ist doch bestimmt nicht mehr dabei. Ist jetzt auch egal, wir kümmern uns hier um Sonic. Dieser Level erinnert natürlich auch Sonic-Fans sehr und mich traumatisiert er. Sonic Adventure 2, Chemical Plant. Ich habe den Level gehasst. Weil der einfach, für mich, für damalige Verhältnisse war der so schwer und ich bin nie geschafft. Du weißt, dass sich die Leute nicht hören und deswegen für sie klingt, als würde ich Selbstgespräche führen. Also eigentlich kein Unterschied ist, dass ich öfters mache, aber naja. Ja. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Nein! Scheiße. Jetzt hast du mich abgelenkt. Na egal. Sehen wir eine andere. Sehen wir eine andere Route des Levels. Diese roten Ringe, die ihr bestimmt schon bemerkt habt. Die sind noch später wichtig. Naja, wichtig. Das sind Collectibles, die man noch sammeln kann, wenn man möchte. Und wir haben den Level auch schon geschafft. Ja. Und wieder mit S. Machst du nur noch S? Ja, mach ich nur S. Da haben wir jetzt auch noch die Erklärung mit den roten Ringen. Die können wir sammeln und damit können wir Illustrationen oder Musikstücke freischalten. Ich denke, für den ersten Part reicht das jetzt erst einmal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und guckt euch auch den nächsten Part wieder an. Bis dann.